Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Food Haul und heute wird es einen gecuttelten Food Haul geben. Ich habe jetzt hier nur erstmal ein paar Sachen vom Edeka. Heute ist Montag und es ist schon Montagabend und ich habe jetzt nur ein paar Sachen fürs Grillen kaufen wollen und habe jetzt irgendwie eigentlich noch ein paar mehr Sachen so mitgenommen. Deswegen lohnt sich das auch schon, Food Haul davon zu machen. Ich werde die Tage aber auf jeden Fall nochmal zu... Ich wollte gerne wieder zu Lidl, aber vielleicht werde ich auch zum Aldi oder so fahren, mal schauen. Werde es auf jeden Fall hier an den Anschluss packen. Diesmal auch auf jeden Fall, denn ich brauche definitiv noch ein bisschen was für die Woche. Aber das hier zeige ich euch auf jeden Fall mal, weil da auch coole Angebote bei sind. Und ich habe das Gefühl, dass meine Kameraeinstellung heute irgendwie ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Nee, die gibt es jetzt noch, mein Schatz. Nein, nein, guck mal, du kannst das hier essen erstmal. Ja. Und gleich kannst du so rein, okay? Gleich? Ja? Sollen wir mal schon einen rausholen? Mein Kleiner ist mit dabei, wie ihr vielleicht hört. Hier ist noch ein Keks, bitteschön. Genau. Ich war beim Edeka, wie gesagt, habe glaube ich so 37 Euro ausgegeben, wo ich erst dachte, what? Wofür bitte? Aber habe auch zwei teurere Positionen dabei. Wir fangen mal mit einem Punkt an. Und zwar habe ich Grillkohle gekauft. Hier so einen Sack. Grillholzkohle, ganz simpel. Weil wir ja grillen wollen und Mirko wusste nicht mehr genau, wie viel Kohle er noch hat und deswegen habe ich die mitgebracht. Dann haben wir als nächstes Kartoffeln, die waren reduziert. Ich glaube, es stand irgendwas von 1 irgendwas. Ich weiß aber nicht, also vielleicht 1,99. Und es sind auf jeden Fall auch viele und große. 3,125 Kilo und es sind halt so große Kartoffeln, was ich echt gut finde. Zum Schälen ist das super. Habe ich jetzt mal so einen Sack mitgenommen. Ihr wisst, wir essen viele Kartoffeln und unsere sind schon wieder alle und ja. Das ist auch wirklich was, was ich eigentlich gefühlt jede Woche kaufen kann. Dann habe ich Äpfel mitgenommen. Hier in so einem Säckle. Ich glaube 5, ja. 5 Pink Lady Äpfel. Denn Pink Lady war für 1,99 im Angebot. Und deswegen habe ich da welche mitgenommen. Wir haben nämlich keine Äpfel mehr. Schon seit einer Woche, glaube ich. Und deswegen mussten jetzt mal neue her. Dann war Kaffee im Angebot. Idee-Kaffee trinkt Mirko immer am liebsten. Und der war im Angebot, ich glaube, für 4,79 €. 3,79 €? Ich glaube, 4,79 €. Und da habe ich zwei Pakete mitgenommen. So. Dann habe ich noch mal eine Packung Toast mitgenommen, weil die vom Edeka halt einfach gefühlt am besten schmecken. Und vom Penny. Und falls ich beim Aldi meinen nächsten Einkauf mache, habe ich gedacht, dann habe ich das schon mal. Da habe nämlich nur noch ein paar Scheibchen. Ja. Ja. Dann als nächstes durfte Marmelade mit. Und zwar war die, glaube ich, auch im Angebot 1,79 €, meine ich. Das ist die Samtmarmelade. Erdbeer-Vanille. Und die haben wir schon oft gehabt. Die Erdbeer-Vanille ist super lecker. Und sie schmeckt einfach toll. Die hat keine Stückchen. Die ist ganz lecker. Und deswegen durfte die jetzt auch endlich mal mit. Genau, im Moment haben wir noch eine andere. Die ist auch ganz gut. Die kann ich euch mal rausholen. Die kann ich euch nämlich auch echt empfehlen, muss ich sagen. Die hat der Mirko, glaube ich, aus dem Outlet mitgenommen bei Balsen. Aber die gibt es wahrscheinlich auch so im Laden. Schwartau extra weniger Zucker Erdbeere. Also die würde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil die echt richtig lecker ist. Und auch, also das sieht nach Stückchen aus, aber eigentlich sind da keine Stückchen. Also das ist echt toll. Die stelle ich mal schnell wieder zurück in den Kühlschrank. Genau, so, dann geht es weiter. Ich habe hier so eine Packung Teewurst gekauft, so eine ganz einfache, simple, weil ich da mal wieder Lust drauf habe und der Kleine mag das auch und deswegen gibt es das. Der Kleine flüchtet gerade. Ich muss mal kurz die Tür wieder zumachen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber mein, der Stiefpapa, so, ja, Stiefpapa vom Öko ist da. Heute ist ja wieder Montag und montags arbeiten die immer am Badezimmer und die haben da gerade ein Problem, weswegen die jetzt unten sind und da versuchen was zu lösen. Und damit ihr das nicht alles komplett mitbekommt, habe ich jetzt mal die Tür wieder ran gemacht. Genau, dann habe ich das Fleisch mitgebracht zum Grillen. Wir haben gestern auch gegrillt bei Mirkos Mama und haben einen Nudelsalat ganz viel mitbekommen und so einen selber gemachten Tzatziki-Dip, der sehr lecker ist. Und ich glaube noch zwei Würstchen oder so. Und ich habe mitgenommen einen Grillbauch für Mirko. Ein Holzfäller-Steak, da würde er sich sehr freuen, denke ich. Und für mich eine Grillschlange, also eine Wurstschnecke und ein Gyrosspieß. Genau, das sind die vier Sachen, die ich mitgenommen habe. Ja, dann, vermutlich muss ich gleich wieder auf das Kind aufpassen.
gleich wird er meckern, weil die beiden da hochgehen. Kinderriegel habe ich 2 Packungen mitgenommen und eine Packung Duplo. Das alles und auch Duplo White ist im Angebot für 1,49 diese Woche bei Edeka. Also ich weiß, das Video geht für euch erst freitags online, aber wenn ihr die Chance habt, Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie zu einem Edeka zu kommen, schnappt auf jeden Fall nochmal zu, also 1,49. Kann sein, dass ich die Tage da jetzt vielleicht nochmal zuschlage, mal gucken. Weil das ist irgendwie was, was sonst immer so teuer ist. Ich glaube 2,49 kostet das sonst oder 2,99 und deswegen ist das einfach cool. Genau, und was auch im Angebot ist, ich habe gefühlt nur Angebote gekauft, Katjes, 49 Cent. Nicht alle Tüten, aber viele. Und 49 ist echt auch unschlagbar, weil die sonst einfach immer 99 Cent kosten bei uns. Und ich habe heute Morgen, glaube ich, oder gestern noch irgendwann gedacht, oh, Katjes müsste mal wieder kaufen. Also ich habe einmal mitgenommen Fred Perkel. Einmal Joghurtgums und davon werde ich auch definitiv noch welche nachkaufen bei einem anderen Edeka. Bei unserem gab es jetzt nur noch eine Tüte, aber die liebe ich. Und nur deswegen habe ich überhaupt an Katjes gedacht, weil ich irgendwie Bock auf die hatte. Und salzige Heringe habe ich auch nochmal eine Packung mitgenommen. Ich liebe ja auch Lakritz und ja, manchmal muss das einfach sein und es ist einfach lecker. Und ich glaube, ich werde mit meiner Mutti nochmal zu einem Marktkauf fahren. Ist ja auch Edeka und da gibt es halt noch eine geilere Auswahl. Ja. Ich habe noch ein paar Snacks. Lays waren auch im Angebot für 99 Cent. Ich meine, letzte Woche waren die beim Penny im Angebot für 99 Cent. Und ja, da habe ich auch schon zugeschlagen. Ich habe jetzt einmal Paprika mitgenommen, weil ich mir dachte, die mag Mirko vielleicht auch gerne. Und für mich einmal die gesalzenen. Leute, ich liebe die. Das sind einfach die besten Chips. Ich habe gestern vielleicht eine ganze Tüte davon aufgegessen. Auf einmal. Weil die einfach so lecker sind. Und ja, wenn ich Chips esse, dann... ja, müssen die auch geil sein und die sind definitiv geil. Und dann habe ich noch einmal Grissini mitgenommen. Die kosten 89 Cent. Da sind 2 so Packungen mit ganz vielen drin und die finde ich einfach klasse. Die mit Frischkäse, richtig lecker. Ich hatte jetzt von Almette den Gemüsetraum Frischkäse. Der war dazu richtig, richtig gut. Auf Brot fand ich den nur so lala, aber hierzu war der richtig gut. Und jetzt habe ich noch rosa Pfeffer. Der ist auch lecker, wobei ich glaube, dass der auf Brot eher also besser ist als hier. Hier muss man irgendwas... mit so grünen, mit irgendwie Kräutern oder so haben oder halt mit Gemüse, glaube ich. Genau. Aber die habe ich schon mal mitgenommen für Berlin. Ich fahre nämlich mit meiner Mama demnächst nach Berlin. Da werde ich nochmal berichten, denke ich, vielleicht. Und das habe ich schon mal mitgenommen, damit ich das zum Snacken mitnehmen kann. Für in Berlin, nicht für die Fahrt. Genau, das war erstmal das und den Rest seht ihr im Anschluss. So ihr Lieben, weiter geht es. Jetzt ist mittlerweile Dienstag und ich war gerade mit meiner Mama beim Penny und habe dann noch ein paar Teile gekauft. Wir haben beide nicht wirklich einen Einkaufszettel gehabt. Ich dachte, dass sie unbedingt noch einkaufen möchte, weil sie ja gestern nicht war. Und andersrum dachte sie das auch von mir. Und dann war das so, was kaufen wir denn überhaupt? War ein bisschen crazy. Aber ich habe jetzt hier so ein paar Sachen dabei. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ihr im Anschluss noch einen dritten Clip sehen werdet. Wir werden nämlich wahrscheinlich am Freitag nochmal einkaufen. Also entweder mache ich das so, dass ihr jetzt einen riesengroßen Foodhaul bekommt für jetzt Freitag. Oder ich lade 2 Videos hintereinander hoch, 1 Freitag und 1 Samstag. Das muss ich mal schauen, wie das läuft. Lasst euch überraschen, ob das hier der letzte Clip sein wird oder nicht. Ich halte das Ende offen. Genau. Es sind nicht viele Teile. Ich habe 21 Euro ausgegeben, was schon wieder irgendwie viel ist. Dafür, dass es gar nicht so viele Teile sind. Aber okay. Ich habe als gefrorenes Produkt gekauft die Dinos von Landmark. Daraus werde ich heute Abend... warte mal, was gab es denn gestern Abend? Gestern haben wir nochmal gegrillt, genau. Da hatte ich euch auch das Fleisch gezeigt. Ja. Und heute Abend wird es Curryreis geben. Die ganz einfache Variante, und zwar Dino-Nuggets und Reis und Currypulver und nichts. Das wird es heute Abend geben, deswegen die Dino-Nuggets. Und das ist super einfach, super günstig, super schnell und nicht super gesund, ich weiß. Aber man kann auch nicht immer alles haben. Dann habe ich mir noch Brot gekauft, weil es super lecker aussah und so weich war. Und meine Mama hatte das, glaube ich, schon mal und hat gesagt, dass das gut war. Von Bäcker Krönung, dieses Kartoffelbrot. Hier kann man das ein bisschen erkennen. Und es ist super saftig und ich will mir am liebsten gleich schon mal eine Scheibe irgendwie mit irgendwas bestreichen oder belegen und das essen. Also das wird auf jeden Fall aufgemampft diese Woche. Ich werde euch, glaube ich, am Ende jetzt gleich hier nochmal ein bisschen was erzählen, wie das so für nächste Woche laufen wird. Aber das kommt gleich.
Dann habe ich einmal Cherry Roma Tomaten mitgenommen und ich muss sagen, hier ist irgendwie eine kleine Angelegenheit. Ich habe die im Wagen gehabt und mein Sohn hat sich mit dem Hintern drauf gesetzt. Daher sind, glaube ich, einige der Tomaten ein bisschen zermatscht und ich muss mal gucken, dass ich die dann rausnehme und irgendwie verarbeite und die heile sind, die kriegt er, oder er kriegt die, die matschig sind, heute Abend schon. Das ist auch eine gute Idee. Die habe ich nämlich nur für ihn gekauft, denn wir anderen essen eigentlich nicht wirklich Tomate so pur. Aber er halt schon mal ganz gerne. Und es soll ja immer ein bisschen Abwechslung da sein und nicht immer nur Blaubeere und Weintraube geben. Auch mal ein bisschen Gemüse. Und deswegen, ja, gibt es jetzt ein bisschen Tomate für ihn. Dann habe ich als Gemüsepart noch einen Kürbis mitgenommen. Einen kleinen Hokkaido-Kürbis. Total süß. Den wird es als Suppe geben. Jetzt irgendwann die Tage wollte ich gerne mittags mir nochmal eine Suppe machen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Donnerstag. Ja, vielleicht Donnerstag. Das ist, glaube ich, der einzige Tag, wenn ich mir recht überlege, oder Sonntag, wo das geht. Und zwar Kürbis, Karotte und Kartoffel. Alles miteinander ein bisschen kochen, bisschen Salz, bisschen Brühe, glaube ich. Pürieren und im Zweifelsfall noch ein bisschen Sahne dazu. So ist mein Plan. Mal gucken, ob das schmecken wird. Bin sehr gespannt. Habe jetzt meinen Pürierstab so ein bisschen für mich entdeckt und da die letzten Wochen immer irgendwas püriert. Also, was heißt irgendwas? Meistens Karotte und Kartoffel. Und es war so lecker und ich habe das so gerne gegessen. Und deswegen möchte ich das jetzt nochmal mit Kürbis ausprobieren. So, jetzt kommen wir zu dem Pudding. Ich habe gekauft von Elite Minimax Frischkäsezubereitung. Das hatte ich neulich schon mal. Das sind 12 Stück. 4 Stück mit Banane, 4 mit Erdbeere und diesmal sind es 4 mit Aprikose. Ich hatte beim letzten Mal 4 mal Himbeere, glaube ich. Oder sind das andere? Vielleicht hatte ich die neulich auch bei Netto gekauft oder irgendwo, wo ich war. Kann auch sein. Auf jeden Fall sind die ganz toll. Und die sind günstiger als Fruchtzwerge. Und das sind halt doppelt so viele. Und die schmecken halt nicht genauso, aber die schmecken halt auch ganz gut. Ja, da isst der Kleine ab und zu gern mal einen von. Und ich esse die auch ganz gerne. Für den Mann habe ich mitgenommen Roma-Puddinge. Einmal in Schokolade und einmal in Haselnussgeschmack. Kann auch sein, dass ich mir den in Schokolade mopsen werde, aber in der Regel sollten die eigentlich für den Mann sein. Und dann habe ich noch zweimal Erdbeer, fettarmer Joghurt, also fettreduziert, zweimal so einen großen mitgenommen in Erdbeere. Und da steht einfach nur Penny drauf, also Penny Eigenmarke scheinbar. Und Fruit auf Joghurt für sich Maracuja, das ist ja der günstige Fruit. Habe ich einmal mitgenommen. Gab es keine Erdbeere mehr, deswegen habe ich nur einen davon mitgenommen. Genau. Das ist für den Mann, damit er die nächsten Tage auch immer mal was mit zur Arbeit nehmen kann, weil er halt immer, ich schmiere immer mein Brot und dann bekommt er meistens auch Apfel mit und halt einen Pudding oder einen Joghurt oder so. Mein Drucker arbeitet plötzlich. Was macht er da? Okay. Ich stelle keine Fragen. Dann habe ich einmal Sahne mitgenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob wir noch diese Kochsahneflasche haben. Und ich wollte diese Woche auf jeden Fall, gibt so kleine Putenstückchen, die wollte ich da drin machen und mit Sahne und dann mit Nudeln oder Reis oder so. Vielleicht kann man die Soße auch ein bisschen tomatiger gestalten, das mal gucken. Habe ich noch nicht so wirklich einen Plan. Vielleicht bleiben hiervon auch ein paar Tomaten über oder es sind zu viele gematscht, dass ich einige dann damit reinmache. Mal schauen. Auf jeden Fall ist so ungefähr der Plan. Dann habe ich einmal Sandwichscheiben von Hochland gekauft mit Gouda. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Ich weiß jetzt nicht, was für welche, aber das ist auf jeden Fall Gouda. Und ich finde, da sind relativ viele Scheiben drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9. Ich kann es gar nicht bedeuten, ob es 8 oder 9 sind. Und mir reicht so eine kleine Packung. Also für mich sind das schon viele Scheiben für das, was ich so brauche. Und die waren reduziert, also das war günstiger als der normale Käse und ja, von der Größe her passt das halt für mich ganz gut, deswegen habe ich das mitgenommen. Und dann habe ich Salami mitgenommen, aber hier diese riesige Packung. Delikatesse Geflügelsalami mit Palmfett, Fett reduziert, bla bla bla. Salami geht immer einfach so aufs Brot oder klein geschnibbelt, mag ich das zum Beispiel auch gerne mit ins Rührei. Oder wenn ich ein Brot mit Käse überbacke, oder ein Baguette oder ein was auch immer mit Käse überback, dann ist das auch mal ganz gut. Genau. Dann habe ich noch für die Reserve einmal Mehl mitgenommen. So wirklich Reserve ist es nicht. Mein Mehl ist fast alle und ich brauche neues, weil ich die Tage nochmal was backen möchte. Ich möchte nämlich nochmal ein cooles Rezept. Also ich habe ein Rezept für einen Zitronenkuchen
und habe mir überlegt, dass ich ihn abwandle zu einem Fleckchenkuchen oder einem gefleckten Kuchen mit quasi Vanille und Schoko. Und das möchte ich unbedingt ausprobieren und dafür brauche ich Mehl. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Snacks, und zwar zum einen von Milka Cookie Snacks. Sah sehr interessant aus, habe ich vorher noch nie gesehen und möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Keks so ein bisschen weicher ist und nicht so hart. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall im nächsten Aufgebrauch dann zeigen und auf jeden Fall berichten. Ja, das ist auf jeden Fall dazu. Dann habe ich mal Käsebällchen mitgenommen. Meine Mama kauft ständig Käsebällchen und ich habe vor Jahren, vor Jahrzehnten glaube ich, das letzte Mal Käsebällchen gegessen und fand die auch so lecker. Und da ich im Moment abends immer Gossip Girl gucke, wenn ich im Bett bin, und immer irgendwas dabei snacke, habe ich gedacht, ich kaufe auch mal Käsebällchen, dann kann ich mal Käsebällchen dabei snacken. Ich glaube allerdings, das ist was, wo man immer nur eine kleine Menge von essen kann, weil das echt sonst zu viel ist mit dem Geschmack. Mal gucken. Dann habe ich noch einmal von Bäckerkrönung die Frischeiwaffeln. Die habe ich euch schon oft gezeigt. Die finde ich super, weil da halt immer zwei einzeln verpackt sind. Also eine Verpackung, noch eine und noch eine. Und das ist super, denn wir wollen nächste Woche nach Berlin. Also jetzt, ihr seht das Video ja Freitag und gegebenenfalls halt Samstag noch eins, ja. Und Montag bis Mittwoch fahren meine Mama, mein Sohn und ich nach Berlin und wollen shoppen und essen und auf Spielplätze und Spaß haben, einfach nochmal eine schöne Zeit machen, bevor er in die Krippe geht und ich dann wieder arbeiten gehe. Und da haben wir ein bisschen geschaut, dass wir noch ein paar Snacks haben. Die Waffeln werden ein Snack davon. Ich habe hier auch noch ein bisschen was. Ich habe noch Kekse und Quetschis und sowas. Das wollen wir halt alles sicherheitshalber dabei haben. Der Kleine isst zwar alles von überall eigentlich und ist super pflegeleicht, was Essen angeht. Also der ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich mag trotzdem halt was dabei haben, einfach, ja, weil es auch mal sein kann, dass wir irgendwo essen, wo es vielleicht super scharf ist oder super doll, ja, irgendwie gewürzt oder was weiß ich was oder so. Und dann muss das ja nicht sein. Genau. Als letzten Part habe ich hier noch einmal die Pampers. Die sind von meiner Mama, die hat meine Mama gekauft. Größe 6, Baby Dry, so ein Big Pack wieder. Wir haben noch Pampers, aber die braucht man ja immer. Gerade auch, wenn wir da nächste Woche unterwegs sind, ist es ganz schön, wenn wir hier schon die Pampers haben und die dann einfach in den Koffer packen können und dann ist gut. Also wir werden jetzt nicht, wie viele sind da drin? Wir werden jetzt nicht in 3 Tagen 52 Pampers verbrauchen, aber es ist trotzdem ganz gut, dass wir davon schon mal welche einpacken können und ja. Genau, das war meine Ausbeute, viel mehr habe ich nicht. Wie gesagt, seid gespannt, ob hier gleich noch ein Clip kommt. Hallo und welcome back. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Einkäufe vom Edeka. Es ist schon Freitag, also ich muss mich beeilen, dass das Video für euch heute noch online geht. Aber ich habe gedacht, ich habe keine Lust, 2 Videos daraus zu machen, ihr bekommt 1. Also zeige ich euch jetzt nochmal kurz, was ich heute beim Edeka gekauft habe. Es hat nicht so wirklich System und es sieht auch sehr ungesund aus, also für alle, die eher auf gesunden Fuß leben, die sollen jetzt vielleicht einfach gar nicht hinschauen. Genau, der Kleine ist mit dabei, den fütter ich hier nebenbei mit so einem Riegel, mit so einem gesunden Riegel. Genau, wir haben gekauft von Gut und Günstig Backofen-Fries, diese gewellten Pommes. Einfach, weil die Kinder jetzt am Wochenende auch wieder da sind und der Mann ist ein bisschen alleine teilweise mit den Jungs und ich weiß nicht, was die essenstechnisch vorhaben, deswegen habe ich gedacht, gibt es eine Portion Pommes. Und ich habe einmal von Froster den Backofenfisch Knusperkäse mitgenommen. Hier, das kannst du kurz haben, wenn du willst. Aber vorsichtig. Genau, Froster Backofenfisch Knusperkäse mitgenommen, war reduziert, ich glaube auf 2,19 Euro alles von Froster. Deswegen habe ich das mitgenommen. Genau, dann möchte ich, weil wir am Montag nach Berlin fahren und ich wollte gerne Frikadellen haben, so kleine, ja, kleine Buletten für die Fahrt. Und es gibt ein Rezept, das schreibe ich euch vielleicht auch mal auf den Blog demnächst. Dauert noch einen Moment. Dafür habe ich einmal gemischtes Hack mitgenommen, eine Packung Zwiebelsuppe, von Knorr habe ich jetzt hier, aber man kann auch die von Maggi nehmen, und einmal Schmand. Und das wird einfach miteinander vermischt und dann sind das Frikadellen. Man kann die im Backofen super machen und ja, super einfach, super easy und auch sehr lecker. Die sind halt sehr würzig dann, aber ja, halt auch sehr lecker. Vorsichtig hier mit dem Autoschlüssel bitte. Ein bisschen vorsichtig. Soll ich dir noch was anderes geben? Hier in meiner Turbaschüssel noch Magnete drin. Guck mal, die. Bitteschön.
Möchtest du die da wieder rankleben? Hier vorne wieder ranmachen? Aber ich muss dir das mal angucken, das sieht spannend aus. Ich hatte die vor einer Weile mal alle vom Spüler abgemacht, weil er halt noch zu klein dafür war und sich die in den Mund gesteckt hat. Aber jetzt ist es für ihn schon ganz spannend und er ja, kann das angucken und draufkleben. Ja. Genau, also das habe ich euch gezeigt, daraus mache ich Frikadellen. Dann startet nächsten Freitag Weight Watchers. Da werde ich euch nächsten Sonntag genauer ins Bild setzen und euch informieren, was das damit auf sich hat. Auf jeden Fall habe ich für diese Phase wieder Tee gekauft von Mesmer. Den liebe ich ja, diesen Cold Tea. Einmal mit Melone-Erdbeere und einmal mit Himbeere-Zitrone. Ich bin so gespannt, wie der schmecken wird. Guck mal, Schatzi, so musst du das machen. So, einmal hier und einmal hier. genau. Ich habe ja Zitrone, Pfirsich und irgendwas anderes. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, Passionsfrucht Mango. Ich glaube, ja. Nee, der ist gar nicht mehr da. Hab ich schon aufgebraucht? Naja, auf jeden Fall hatte ich schon verschiedene. 2,99 pro Packung finde ich echt teuer. Da sind 14 Beutel drin. 2 brauche ich pro Flasche. Also es ja, hält dann irgendwie eine Woche ein, so eine Packung. Finde ich echt ein bisschen teuer, aber gut. Es schmeckt sehr lecker. Und damit trinkt man mehr. Was ist denn? Auf den Arm? Nee, jetzt nicht auf den Arm, mein Schatz. Nicht auf den Arm, aber du kannst hier was zu trinken haben. Oh, was zu trinken. Sehr schön. Dann war im Angebot Kinderriegel. Das hatte ich euch ja schon am Anfang der Woche gezeigt. Und ich habe einfach noch 2 Packungen gekauft für 1,49. Einfach damit der Mann genügend Nervennahrung hier hat. Alle lieben Kinderriegel und man kann da nicht genug von haben. Man kann sich die auf Reserve hinpacken. Also, wenn sie denn als Reserve wirklich da sind. Dann habe ich einmal mitgenommen Müllermilch. Die war nämlich auch für 59 Cent im Angebot. Einmal Schoko. Das ist auch für den Mann. Der trinkt das immer gerne. Dann waren, ich glaube, fast alle Produkte von Knack und Back im Angebot. Da habe ich einmal die Sonntagsbrötchen mitgenommen, 8 Stück. Die sind einfach zu teuer immer von Knack und Back und jetzt haben wir uns die mal gegönnt. 1,11 Euro haben die gekostet und Croissants, 6 Stück, haben wir auch uns gegönnt. Morgen sind Mausi und ich mit meiner Mama unterwegs. Wir sind fast den ganzen Tag auf so einem Festival. Und ich denke mal, dass wir das vielleicht Sonntag machen, nochmal als letztes schönes Frühstück. Bevor die Kinder wieder zu ihrer Mama gehen und bevor wir dann Montag nach Berlin fahren, machen wir das, glaube ich. Und was überbleibt, können wir dann nämlich Montag noch wieder mitnehmen. Dann habe ich einmal Mett gekauft, hier so eine abgepackte Angelegenheit. Bauernfrühstück, da freut der Mann sich bestimmt, wenn wir am Wochenende ein bisschen Mett essen. Dann habe ich Kiri Dippy gekauft. Das ist so lecker. Das ist einfach so lecker. Das ist auch eine Kindheitserinnerung. Da sind 3 Packungen drin. Ist definitiv auch für die Berlin-Reise und für unterwegs. Und ich habe ja auch Christinis, oder Christinis. Ich glaube, Christinis heißen die, so diese Stäbe halt in lang. Und diesen restlichen Frischkäse, der da halt immer so drin bleibt, den kann man damit dann noch auslöffeln, auskratzen. Und wir kaufen in Berlin auch immer gerne Dips in so türkischen Ständen oder... Ich nenne es mal türkische Stände. Und ja, das wird, glaube ich, ganz cool sein, wenn ich da meinen Christini immer eindippe. Normalerweise habe ich immer Fladenbrot. Werden wir bestimmt auch noch mal wieder eins mitnehmen. Aber ja, bei uns ist das halt immer so, dass wir dann uns das mitnehmen und dann auf dem Zimmer essen, ein bisschen Fernsehen und abends halt einfach so ein bisschen gemütlich snacken, wenn wir mal nicht beim Mexikaner essen. Aber da wir den Kleinen dabei haben und der Kleine so ein bisschen ein gewisses Eigenleben im Moment hat, was auch gut ist, aber ja, es ist halt im Moment eine... schwierige Phase, wenn man mit ihm halt auch essen gehen möchte. Deswegen planen wir schon, dass wir vielleicht auf dem Zimmer dann abends sind. Genau. So, dann haben wir noch als vorletztes von Landliebe Erdbeerjoghurt. Diese Gläser, die waren wieder im Angebot für 88 Cent. Da habe ich dem Mann 2 Stück mitgenommen. Was war das? Nicht so viel rumtoben. Dann gab es 3-mal Cola insgesamt, diese 1,5 Liter Flaschen. Das haben, glaube ich, auch 1,09 Euro, 1,11 Euro oder so gekostet. Genau. Wobei es hier hieß, bei Edeka gibt es keine Cola mehr, weil die irgendwie ein Battle haben. Aber diese Flaschen gab es noch. Keine Ahnung.
Und dann habe ich noch Tesafilm gekauft, hier so eine Dreierpackung. Da haben drei Rollen 3 Euro gekostet, was ich auch schon heavy finde. Aber die von Tesa sind halt einfach super, die halten besser und deswegen nehme ich halt immer gerne die mit. Genau, das war unser kleiner Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen und wünsche euch ein schönes Wochenende.